Die goldenen 20er Jahre sind heute so populär wie nie. Damals feierte Berlin den Tanz auf dem Vulkan. Ohne Tabu. 5 Fakten über den Sündenpfuhl Berlin 1926. Berlin war schon 1926 eine Weltstadt. An jeder Ecke gab es Bars und Tanzlokale. Das Nachtleben war hemmungslos und wild. Das Ende der kaiserzeitlichen Prüderie wurde zelebriert, bürgerliche Moralvorstellungen gesprengt. Kokain wurde zur Modedroge. Auch süchtig machende Schmerzmittel wurden hemmungslos konsumiert, darunter Morphium und Heroin. Damals gab es sie einfach auf Rezept. Berlin war damals die Hauptstadt des Verbrechens. Jede Woche wurde mindestens 3-mal gemordet, fast doppelt so häufig wie heute. Nährboden für die hohe Kriminalität war die Armut in der Stadt. Krieg und Wirtschaftskrise hatten tiefe Narben hinterlassen. Nicht Glamour, sondern Elend bestimmte den Alltag der meisten Berliner. Die enorme Kriminalitätsrate brachte Berlin den Ruf als Spree-Chicago ein. Die Polizei musste sich etwas einfallen lassen. Kriminalrat Ernst Gennert gründete 1926 die erste Mordinspektion der Welt. Er scharte ein Team um sich, das rund um die Uhr gegen das Verbrechen ankämpfte. Mit Verständnis zum Geständnis lautete sein Motto. Gennert gilt als der erste Profiler der Welt. Er schaffte moderne Strukturen. Seine Ermittler waren in ständiger Bereitschaft und technisch auf dem neuesten Stand. Die Aufklärungsquote unter Gennert lag bei 90%. Polizisten aus aller Welt wollten damals von ihm lernen. Alles, was die Beamten brauchten, fanden sie in ihrem Dienstfahrzeug, dem Mordauto. Selbst Funkgeräte und Fotoausrüstung hatten sie zur Verfügung. Alles, was die Polizei noch heute benutzt. Für die Spurensicherung am Tatort stellte Gennert einen strengen 7-Punkte-Plan auf. Er reichte von Überblick verschaffen bis hin zum Tatortbericht. Jeder musste sich daran halten. Gennerts Gebot an seine Leute lautete, Spuren sichern, ohne selbst welche zu hinterlassen. Es gilt noch immer. Die zweite bahnbrechende Neuerung war die Einrichtung einer Zentralkartei. Gennert sorgte dafür, dass sämtliche Fallakten an einem Ort archiviert wurden und jedem Beamten zugänglich waren. So kamen sie Serientätern leichter auf die Spur. Kam die Polizei bei der Suche nach einem Mörder nicht weiter, scheute sie sich nicht, in der Unterwelt Hilfe zu suchen. Ich muss den Boss sprechen. Die sogenannten Ringvereine waren den Beamten gerne behilflich. Denn Mord war schlecht für ihr Geschäft. In eurem Viertel geht ein dreckiger Hund um. Über 80 Bruderschaften herrschten über die Berliner Unterwelt. Sie gelten als Vorläufer der organisierten Kriminalität in Deutschland. Illegale Prostitution gehörte zu den Haupteinnahmequellen. Kicken kostet auch. Schön weiterhin. Für die Mithilfe bei der Suche nach Mördern drückte die Polizei aber gerne ein Auge zu. Welch Lanzenmänner hätte. Hab ich Geburtstag? Die Kontakte der Ringbrüder erstreckten sich über die gesamte Stadt und bis in die höchsten Kreise. Was auch immer in Berlin passierte, die Ringvereine wussten Bescheid. Polizei und Ringvereine. Eine unheilige Allianz auf der Jagd nach einem Mörder.